If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. I've grown up in somehow desert climate, desert type of
So desert, I feel really, it's in my blood. Yeah. Zwei Stunden später. Yeah!
Weil der Raum breiter ist, fallen die runter. Denn, so. Am Gegenfuß würden also die Krähen Flow-Sachen mächtiger werden. Also genau so, wie ihr es beschrieben habt. Auch die Beschreibung total wichtig. Und der Ablagerungsraum ist ja echt ein Modell. Und das sollte okay, dass ihr das macht. Salachbogen gefahren und haben gesagt, der Salachbogen, der macht den alluvialen Fächer, die 150 Kilometer, wo ja auch die Rinnen hier so von Google Earth aussieht, der alluviale Schuttfächer. Und wir sind dann hier weitergefahren von unserem Salzdom, der da rauspiekt aus dem alluvialen Schuttfächer. Und habt ihr vielleicht gesehen, die Korngrößen wurden immer kleiner. Und dann sind wir links abgebogen, weil wir möchten jetzt da an den Hafen, der auf die Insel führt, hinfahren. Das sind immer so 150, 200 Kilometer. Und hier seht ihr was Weißes. Und das Weiße, das sind die Steine. Also seit dem Oligozän wurden die Sachen hier rausgehoben und haben geschottert. Schottern bis heute die Sedimente in die alluvialen Fächer rein. Und dann scheinen sich ja hier die alluvialen Fächer zu verzahnen mit dem weißen Zeug. Hier haben wir ein Granat und das, was ich drumherum gezeichnet habe, es ist ein Scherzenindikator und daraus können wir schließen, dass es ein Delta-Cluster ist. Das heißt, die Bewegung war Nord-Nordost und unten nach Süd-Südwest. Salz in der Nase. Volle Video. Yeah.
Geräusch haben die heute Nacht die ganze Zeit gemacht. Ja, ja. Die haben so widerlich geschmatzt und es hat sich schon angehört, als würde das wieder alles hier in den Hals hochkommen. Rezente. Wenn die dir in den Zeh beißen, ist der ab. Wenn die dir in den Zeh beißen, ist der ab.